Ja, moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Channel Pilot Frank. Leute, die Sonne scheint und ich bin in Magdeburg. Ich will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ihr habt es am Videotitel schon erkannt. Er ist hier. Ja? Steht auf, klatscht in die Hände, applaudiert. Smudo. Moin moin, ihr Landratten. Los, wir gehen fliegen. Jo, wir hauen uns jetzt mal raus mit der Charlie Victor. Wir haben Bock. Das Wetter ist, wie gesagt, schön. Und ihr seid dabei. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ich weiß gerade selber gar nicht, wie viele Kameras wir an Bord haben. Aber es wird schon Pass sein. Wo sind wir her? Magdeburg, ne? Magdeburg. Info, die Delta Mike, Charlie Victor, die gelbe FK9, 2 Personen. Wir machen einen Lokalflug und rollen zur 09. Charlie Victor ist verstanden, das Bruna 1018. 1018, danke. Ah, schön. Hier gibt es ja in Magdeburg die, erstmal sagt man Magdeburg, nicht Magdeburg, habe ich gelernt. Oh, habe ich es verhalten? Nee, okay. Das ist verfällt nur gerade, weil ich es gerade beinahe gesagt hätte. Und es gibt hier eine Flussbrücke, also einen Fluss, der auf einer Brücke ist und über einen anderen Fluss geführt wird. Oh, das habe ich schon mal gehört irgendwo. Und hier Magdeburg auch für mich auch flugtechnisch ein besonderer Ort, weil hier hatte ich damals, als ich meinen Sichtflussschein gemacht habe, meinen ersten großen Überlandflug im Rahmen von einem Dreiecksflug. Oh, cool. Magdeburg gewesen und habe meine Grumman Tiger zum ersten Mal betankt. Ja, und jetzt komme ich noch mit einem weiteren Highlight. Hast du gewusst, dass hier auf dem Flugplatz in Magdeburg 1908 der erste motorbetriebene Flug stattfand? Ja, in Deutschland. Ja. Oder, wie geil. Also ist absolut historischer Boden. Alter. Also ich weiß jetzt gar nicht, Deutschland oder auf der Welt. Da bin ich jetzt nicht sicher. 1908? Tja, ich auch nicht. Das könnte auch Welt sein, ne? Das war aber nicht exakt hier, weil der Flugplatz wurde schon ein paar Mal verlegt. Doch, der war schon mal ein bisschen weiter drüben, der war schon mal ein bisschen weiter hier, aber es ist ja der hier, ne? Ja, ist schon spannend. Also, wie Magdeburg? Magdeburg. Wie die Macke. Okay. Weil er nie aus, ne? Nee. Magdeburg heißt auch so, mein Freund, ich sag's dir. Auch herrlich, wenn ich im Sächsischen bin. Wobei, das ist ja hier Sachsen-Anhalt, ne? Ja, so, weiß ich auch nicht. Sind wir auf Rückflug 3? Weiß ich jetzt auch nicht. Blamieren wir uns. Ich habe meinen Fluglehrer aus Leipzig gehabt. Ja, mein Fluglehrer aus Leipzig. Michi, wenn du hier die Brause reinschiebst, gib ein bisschen Seiten, Bruder. Die Brause reinschieben ist auch so ein geiler ostdeutscher Flugausdruck. Da kommen wir hier direkt aus dem All und ziehst du die Brause raus und dann Landing. Geil. So, jetzt quatsche ich dich nicht voll. Nee, alles gut, alles gut. Das ist bei der UL gar nicht so kompliziert. Ja, da kommt einer. Ja. Das ist gar nicht so kompliziert, weil, das alles überschaubar ist, ne? Stellen wir uns mal hier hin. Man weiß ja nie, wie der hier reindrullert, ne? Dass der auch sieht, dass wir ihn sehen. Wobei, das ist ja hier die Graspiste, aber der wird nicht auf Gras reingehen. Da machen wir mal einen Magnetcheck, ne? Gehen wir auf 3.500 Umdrehungen. Da ist die Umdrehungsanzeige. Eine Seite, 1, 2, 3, sieht gut aus. Andere Seite, 1, 2, 3, jo. In Limits. Der Hobel ist klar. Druck, Temperatur? Ja, genau. Dann, wenn ich den runter mache, habe ich Spritanzeige. Also ich habe noch 36 Liter. Kann ich so etwas über 2 Stunden fliegen. Das ist so süß. Das Geile. Oh mein Gott. Bei 36 Litern, und dann läufst du gerade mal zu deinem Flieger und dann geht die schon weg wahrscheinlich. Da haben wir in der Flugschule früher auch Witze gemacht, wenn wir in Hamburg reingeflogen sind und unten steht ein Jet, dann sind wir gezählt, 21, 22 und das war dann immer so viel, nur gesagt pro Sekunde so und so viel 100 Euro Sprit, während der da warten muss. Die Delta Charlie Victor ist abflugbereit an der 09. Charlie Victor, der Wind 130 mit 7. Charlie Victor rollt auf 09 und startet. Okay, also. Brandhahn ist offen, das haben wir schon gesehen. Benzinpumpe ist an, Licht ist an, Klappe ist gesetzt, Trimmung passt, Türen sind zu, Stauroh frei, Rettung ist entsichert. Motor ist angeschnallt. Los geht's. Dann würde ich sagen, hauen wir uns raus, Feuer mit frei. Mit Handbremse auf die Startbahn. Speed ist da. Ja, Speed ist da, sie kommt auf jeden Fall. So, Nase hoch. Cool. Weg ist er. Frank, du hast immer noch drauf. Wie Fahrradfahren, ne? Super. Okay, die Klappe können wir schon reintun, die will nämlich fliegen. Ja, vorhin hatte ich hier echt fast einen Bird Strike. So nah war ein Vogel noch nie beim Landen. Ne? Oh, das habe ich mal gehabt in echt tatsächlich. Headset ausgegangen, oder? Nee, ich habe, es ist nur laut, ich muss dran gewöhnen. Du hast schon mal einen echten Bird Strike gehabt? Ja, es ist echt kein Vergnügen mit meiner Bonanza.
Oh, ich fliege in aller Ruhe zur Werft nach Damme. Bockeliges Wetter auf 2500 oder 3000 Fuß oder so. Es war nicht besonders hoch, war irgendwie in der Wolkendecke, es war noch unter Sichtflug. Okay. Und aus dem Nichts macht es einen Mordschlag. Bam! Hier links an die Fläche. Und dann das Flugzeug zuckt so nach links. Und ich spüre im linken Seitenruder auf dem Fuß, weil ich die am Pedal hatte, dass das, was ich, gegen was ich geflogen bin, auch hinten an der, am Ding kam, am Höhenleitwert ankam, okay. Weil ich das als Vibration gespürt hatte und habe so eine Blutlache über der Fläche. Alter. Und ich dachte, das erste war, okay, alles fliegt, alles gut. Ich wollte gestern fliegt noch, das und ist ja dann schon dachte mal. Ich, was habe ich denn da abgeräumt? Und dann hat der Kick eingesetzt, der Hormonkick. Also so bestimmt so, ich weiß nicht, 5 Sekunden später. Und dann habe ich gemerkt, wie mir das Blut absackt und alles. Okay, jetzt konzentriere dich mal, weil es geht der Schreck durch die Glieder. Bisschen tief durchgeatmet, alles angeschaut. Und es sah alles gut aus und habe mich dann entschlossen, weiter zu meinem Zielflugplatz zu fliegen. Naja, solange sie noch fliegt und dann irgendwelche Kapriolen macht, ne? Ja, und dann bin ich da gelandet und guck mir das an. Und ich muss wirklich eine fette Möwe, einen Storch, ich glaube schon so ein Apparat mitgenommen haben. Zum Glück an der Flügelwurzel, da hatte ich so eine Beule drin, Bonanza ist aber auch, ich glaube es ist die einzige Einmod, die doppelt verwandelt Aluminium außen hat. Die ist echt steinhart. Okay. Und da war nur so eine Beule drin, so ein Spanten, es hat so leicht angetitscht. Und dann bin ich damit zur Werft, haben sie es angeschaut. Das Erste, was sie sagen, ist, welchen falschen Springer haben sie abgeräumt, was ich überhaupt nicht witzig fand, weil das war das Erste, was ich auch dachte. Alter, echt. Und dann wurde das Ding komplett repariert, da musste die Tankblase rausgenommen, der Spanten musste neu gemacht werden und so weiter. Das hat die Versicherung alles bezahlt, original 20.000 Euro Schaden. Aber ich meine, es ist Geld, für Geld kann man arbeiten, es ist nichts passiert. Aber seither ist Birdstrike für mich echt auch Thema. Ja, genau, wenn du jetzt vorschiebst, dann kriegst du schön die Luft ab, genau, ja. Oh, nice. So ist gut, ja. Aber, also, geile Karre hast du, das macht echt Spaß. Ja, es ist auch geil, es ist halt Spaß haben, ich komme überall hin und es ist halt alles voll mit Kameras und den Streben und weißt du, wie ich meine? Ja. Ich feier's auch. Hauptsache es fliegt, sag ich. Egal was, Hauptsache es fliegt. Ja, ich kann mich für alles begeistern, Smodo. Wirklich. So geil, was hast du hier Reisegeschwindigkeit nochmal? Also bei UL redet man ja in km/h, ne? Ja. Und ich mache so 170, 180 Reise. Und wie viel hast du dann auf dem Prop? Drehung, hier. Ja, da habe ich dann so 4.500 Umdrehungen. Okay. Ne? Und Verbrauch so, warte mal, wenn ich die Benzinpumpe mal ausmache, das ist der aktuelle Durchfluss. Das 16, wird jetzt weniger. 16, ja, weil wir noch leicht steigen. Ja, genau. Ja, meinst du, wir finden diese Brücke, sag mal? Der über die Elbe geht? Ja. Sind wir da in der richtigen Richtung? Da fragst du mich zu viel. Ich flieg die ganze Zeit IFR, ich flieg nur im roten Strich hinterher. Ja, du guckst nicht raus, ne? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich... Also erstmal ist es... Ich flieg seit 2005. Seit 2010 IFR und seit 2012 flieg ich mit meiner Seneca. Da guckst du eigentlich gar nicht mehr raus. Bei mir. Und fliegt es also, ich fliege fast nur geschäftlich auf Geschäftstermine IFR und jetzt habe aber Kunstflugschein Aerobatics gemacht und sitze jetzt mal wieder so in einer guten alten VFR-Maschine und find's Hammer und erinnere mich gerade lebendig daran, wie es war, was mir als bei meinem ersten, beim Flugschein Anfang. Du hast mit UL angefangen, nein, oder? Nein, normal mit PPL, aber dann ging das gerade auch los, damit das UL so Einzug gefunden haben in viele Flugschulen und so, dass ich unsere Flugschule auch eins gekauft. Da wurde noch viel diskutiert, beim UL fliegt der Prop weg und so. Aber ich erinnere mich jetzt halt daran, was es war, als ich meinen ersten Schnupperflug hatte, was mich am Fliegen begeistert hat. Dieses tatsächlich nur so ein paar Meter über dem Boden. Und geil. Du hast die Kiste einfach so in der Hand, weißt du, ganz entspannt. Und dieses Naturerlebnis, was absurd klingt, wenn man ja in einer technischen Umgebung ist, aber es ist ein Naturerlebnis, die Luft zu spüren durch die Bewegung, die wir haben, das Wasser, da die Elbe, die Boote, wie die Leute in die Touri-Boote gehen, da unten fahren zur Arbeit und hier oben sitzt und ist französische Kurs. Ja, oder halt einfach mal einen Kreis drehen, ne? Wenn du sagst, hier, was da unten an dem Kreisverkehr, dann gucke ich mir das an, ne? Ja, aber Magdeburg geht das auch. Genau, ja. Hier, jetzt, ich hätte ja eine Frage gehabt, was war das schlimmste Erlebnis bei dir? Aber das wäre der Birdstrike gewesen sein, der oder? Der Birdstrike war tatsächlich echt nicht schön. Alles andere waren so ganz normale, kleine Zwischenfälle. Beispielsweise hatte ich mal, ging mir die Gier nicht raus, also das Fahrwerk nicht raus. Na ja, gut. Und dann bin ich nochmal durchgestanden in Hamburg bei mäßigem Wetter. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass das Procedure, was ich im Kopf hatte, was
eigentlich klar. Also okay, ich gehe wieder hoch und dann gehe ich in eine Warteschleife und dann gucke ich nochmal in aller Ruhe und ziehe die Sicherung und sowas und dann kann ich das Notfahrwerk auch mit dem Notverfahren auch ausfahren. Ja. Klingt eigentlich ganz einfach, aber wenn du dann durchstartest, hast du so viel zu tun und bist auch aufgeregt, weil es oft deinem Plan ist, abseits des gefassten Planes. Ja. Und dann hast du tatsächlich, dann ist es wirklich schwierig, in der mentalen Power das normale Procedure durchzusetzen. Ich habe das aber auch gleich gemerkt. Ich habe der Lotsen nicht mehr auf Englisch, sondern auf Deutsch direkt gesagt, ich möchte nur einen Vektor in Gegenanflug, ich muss 3 Minuten geradeaus fliegen, dann kann ich in Ruhe alles machen. Okay. Und dann hat sie das gemacht. Ja, es ist. Man sagt ja, wenn man ein Fahrwerk fährt, dann entweder passiert es dir noch oder es ist dir schon passiert, ne? Dass du wieder im Fahrwerk Probleme hast. Dass es nicht ne? rausgeht, genau. Ja. Aber dann habe ich auch festgestellt, die Seneca 5, und das ist ein Feature bei der, hat das sicherste Fahrwerk diesbezüglich, weil es ist eigentlich failsafe. Es ist eine Hydraulik, die das Fahrwerk drin hält. Das bedeutet, wenn das Fahrwerk raus soll, musst du eigentlich nur diese Hydraulikleitung durchschneiden. Dann fließt da das Öl bestimmt ab. So einen künstlichen Cut, oder? Dass es genau, dann rausfällt es dann und dann hast du die Es ein, ist eine ne? Nadel, die zieht man raus und dann okay. fließt es ab in eine kleine Wanne. Okay, okay. Und dann geht das Fahrwerk raus, du landest ganz normal und du kannst am nächsten Tag, wenn du da fliegst, fliegst du wieder hoch und machst das Fahrwerk zu, die Hydraulikpumpe pumpt aus der Wanne wieder das ganze Hydrauliköl in den Kreislauf. Ah, cool. Und als wäre nichts passiert. Ist ja Irrsinn eigentlich. Und das wusste ich alles erst, nachdem mir das passiert ist. Aber das war alles nicht gruselig. Und ich hatte auch einmal einen Stromausfall mit Gästen, bin ich in Uetersen mit meiner Breach Bonanza damals los und dann beim Fahrwerk reinfahren, bumm, alles aus. Boah, Alter. Und dann wusste ich nicht, ist das Fahrwerk überhaupt drin oder draußen, wo ist denn das jetzt? Kein Funk und nix, dann sind wir im Kreis geflogen, haben einen Platz angerufen. Da ging ja nichts mehr. Funk, vom Flugzeug aus, genau. Also hier 7-6, ich höre nichts. Nix. Gar nichts. Ja, ne? Du kannst auf dem Transponder kannst nichts machen. Ich habe einfach nur angerufen, ich bleibe hier in der Platzrunde und lande jetzt gleich wieder. Und dann haben wir hier das Fahrwerk ausgefahren mit der Hand. Alter. Und laut Procedure 35 Drehungen nach links. Und du machst halt 35 und machst nochmal und nochmal und guckst, weil du auf gar keinen Fall mit halb ausgefahrenen Schluffen landen willst. Das war auch aufregend. Aber die tatsächlich. Das mit dem Bird Strike war eigentlich das Einzige, was eine echte Gefahr also sozusagen war. Also beim UL kann das dein Ende sein, ne? Weil ich habe nur so Plastikflächen, bespannte Flächen. Ich habe halt noch einen Rettungsfallschirm für den Worst Case, ne? Wenn ich eh schon tot geglaubt bin, sage ich, okay, dann Rettung, ne? Aber hier wenn, drin? Ja, genau. Jedes UL, der dabei hat Rettungsfallschirmpflicht in Deutschland, ne? Ja, die ziehe ich aber wirklich nur, wenn ich eigentlich schon totgeweiht bin. Ansonsten lande ich auf dem Golfplatz da unten. Ne? Das hat mein Fluglehrer auch gesagt. Wir versuchen immer noch, das Flugzeug zu landen. Genau. Ja, sollte man auch machen, weil Fallschirm ist auch ein Risiko. Also ich wollte ja sagen, du hast dann nichts gekonnt, wenn du am Fallschirm runtergehst, landest auf ein Hochhaus, auf dem Dach, auf der Schräge, rutscht runter und fällst dann 30 Meter runter. Heute ist der Tag, an dem irgendeine Schraube in einem Fallschirm komisch sitzt. Man weiß es immer nicht. Ich glaube, hier kommt das mit dem Fluss über der Brücke. Das könnte sein, der hätte, ne? Hab's mir auch oder ist das da? Ist das hier? Naja, die Original-Elbe. Ah, das ist es. Meinst du? Da hast zwei Brücken und die zweite ist es mit dem Wasser. Oh ja, stimmt, da fliegen wir jetzt mal hin. Da geht ein Fluss über die Elbe. In meiner ersten Flugstunde sind wir auch so rumgeballert und dann sagt mein Fluglehrer, so, jetzt fliegen wir nach Hause. Und dann, wo ist denn das? Und er sagt, na, wo denkst du? Na, ich denke, das ist da hinten irgendwie so. Na, flieg doch mal hin, da hinten irgendwie so. Drehen wir uns um und haben den Platz gesehen. Wie bist du jetzt auf den Trichter gekommen, dass du sagst, du willst jetzt fliegen? Weil da muss man ja schon Bock zu haben. Hast du die Passion schon als Kind? Weil ich hatte die als Kind halt schon immer, ne? Ja. Und ich konnte mir halt jetzt halt ab einem gewissen, ich meine, du musst ja auch ein bisschen Geld verdienen und so weiter, dann ging das, ne? Aber der in mir drin war der Virus, ne? Ne, es war zufällig. Ich bin auch gehört nicht zu den Jungs, die sich ihre Nase am Flugplatz platt gedrückt haben oder so oder in Flugzeugen gebastelt okay. haben. Wie war denn das? Wir haben mit der Band immer mehr, als wir populär wurden hier, 92 mit Dieter in die Charts Top 2 eingestiegen sind, nach MTV England und danach nach, auch übrigens hier, glaube ich, auch hier nach Hof, haben wir dort Musiklinge Luft, Dieter Thomas Heck, eine Show gehabt und am nächsten Tag wieder dahin, haben wir ganz viel mit General Aviation gemacht. Ob das da kleinere Flugzeuge waren, die uns dann in der Schweiz am Alpenrennen... Dass sie halt schnell überall hinkommen, ne? Genau, oder 2-3 Termine am Tag machen müssen. Und dann fand ich die Typen, die Piloten waren in der Regel offenherzige Leute, die leidenschaftlich von dem Ding gesprochen hatten. Den Vorgang des Fliegens fand ich toll. Dann als
Ich bin ein Videogame-Geek, habe früher programmiert und Games geschrieben. Ich finde dieses Puzzle, dieses Teile, dieses Lösen des Rätsels, Cockpit, diese vielen Knöpfe und so, das fand ich faszinierend. All das hat einen Effekt auf mich gehabt und ich wollte dann auch mal fliegen lernen und habe mich dann auch mit diesen üblichen Gedanken, die alle sagen, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, mache ich das oder ach, man muss ja so viele Pflichtstunden machen. Ja, ja. Und, ja, da gehe ich mal nach Amerika, da geht's schneller und so. Bis ich dann jemanden kennengelernt hatte im Showgeschäft, der selber auch fliegt. Und der mir sagte, das ist alles Quatsch, geh einfach mal zur Flugschule, dann kannst du dich direkt reinsetzen, fliegst gleich direkt und weißt, ob es dir gefällt oder nicht. Und genau so ist es dann gewesen. Ich bin zur Flugschule bei meinem Leipziger Fluglehrer, sagt dann... Ja, aber du hattest auch Bock, ne? Ja, also mich hat interessiert. Ich bin ein neugieriger Mensch. Guck mal, da ist eine Brücke und da ist ein Fluss und da ist... Ey, überleg mal, wie viel Gewicht das ist, ne? Ein Liter, ein Kilo. Weißt du, wie viel Milliarden Tonnen... Einmal ein Meter ist eine Tonne. Ja, ja, überleg mal. Einmal eins mal eins, genau. Wenn das Ding platzt, ne, dann läuft irgendwo was leer. Ist das krass? Ja, irre, absolut irre. Ja, und das ist auch schon das Wahrzeichen. Und als ich hier meinen ersten Soloflug, Überland-Dreiecksflug hatte, fliege ich hier nichts ahnend hin und gucke auf der Sichtflugkarte und sehe das eingezeichnet. Ein blauer Strich über einen blauen Strich. Also, hä, das verstehe ich nicht. Ja, da tatsächlich. Das verstehe ich nicht. Und dann sehe ich das und dann konnte ich das gar nicht glauben. Und jetzt sind wir wieder hier, all die Jahre später. So, aber zurück zu meiner Fliegerei. Jo. Da bin ich dann mit meinem, gehe ich zur Flugschule. Flugschule Hamburg ist bei mir original, keine Ahnung, 2 Autominuten entfernt gewesen, gehe ich rüber. Und da war Heimspiel. Eine halbe Stunde vor Unterricht, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich gehe hin und nehme so ein Prospekt mit oder so, weil ich wusste nicht, wie das geht. Da komme ich da an, da waren da 30 Leute, alle gut gelaunt, stehen an so einem Kühlschrank. Und, aber du warst doch da schon bekannt auch. Ja, oder? Aber mich hat da keiner richtig erkannt. Und dann, die haben wohl gedacht, ich gehöre dazu, zu den Schülern. Ah, okay. Aber ich war Tourist und dann gehe ich so weiter ins Büro und dann sitzen hinten welche so 3, 4 in so einer Art Sekretariat und trinken Bier. Und dann sagte einer, ey, willst du auch ein Bier? Und dann, ja, trinken Bier und sag, kann ich, also trinken kann ich schon, ob ich aber auch fliegen lernen kann. Und dann haben sie mir die Fragen so ein bisschen beantwortet, was kostet. Und dann fand ich den ganzen Laden so cool, wie die ganze Stimmung und so. Und ich war so begeistert und dachte, hey, man fliegt eh nicht im Winter, es war schon Ende Herbst. Ja. Dann habe ich mir meine 6 Theorieflugbücher geholt. Man fliegt natürlich trotzdem im Winter, wusste ich alles nicht. Ja, ja. Und mit den Büchern dann immer, ich bin nach der Muckibude immer in der Sauna und habe dann dort meine Bücher gelesen. Und war Feuer und Flamme fürs Thema. Mir hat das so Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin ein neugieriger Mensch. Mich interessiert viel. Und allein dieses Interesse und dann diese Connection, emotionale Connection mit unserer Zeit, in der wir groß wurden. Und dann ging es los. Und war ich zum ersten Mal wirklich im Flugzeug. Und der Fluglehrer sagt, Michi, schieb die Brause rein. Ich starte doch nicht jetzt. Michi, schieb die Brause rein. Doch sicher startest du jetzt. Und dann fliege ich das Ding und wir heben ab in Uetersen über die Bockepiste. Diese Cessna 150 aus Alufolie und Knäckebrot, aus was anderem ist die ja nicht gebaut. Ja, ja, ja. Und dann hebt die ab über das Moor. Und dann siehst du die aufgehende Sonne, die Elbe. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist so toll. Warum hat das denn vorher keiner gesagt? Ist das jetzt dein Crew-Setting sozusagen? Ja gut, jetzt bin ich gerade so im Chill-Modus, ne? Ich bin ja ganz langsam eigentlich, ne? Ja. Siehst ja auch, ne? Das hast du hier aber Knoten eingestellt, ne? Nee, unten ist Ground-Speed, oben ist Airspeed. Aber auch ich sehe gerade Kilometer pro Stunde, alles klar. Ja. Das ist so mein Beobachtungsmodus, wenn ich irgendwas erspähen muss. Ja. Yeah. Und hier ist ja natürlich der Ground hat ja hier nur 280 Füßchen, ne? Ja. Das ist ja nix, ne? Wenn ich jetzt hier auf 1500 Fuß rumeier, dann bin ich ja eigentlich safe, ne? Mehr oder weniger hier auf dem Land, ne? Ja. Über der Stadt müsste ich einen Ticken höher, aber alles easy, ne? Ja. Nee, und was man auch lernt, Magdeburg ist schön. Ich war noch nie in der Stadt, beautiful. Ich selber. Nee, viele alte Bauten, vieles heil geblieben und du siehst es ja auch hier aus dem Fenster, total viel Grün. Ja, und viele Seen und so, ne? Ja, aber absolut. Es ist auch so, Magdeburg ist eine Stadt, wo jemand außer von Magdeburg eigentlich so genau weiß, was ist. Aber es ist echt wirklich hübsch. Und heiß ist es. Ja. Es wird noch heißer heute. Du kannst dir das Ding hier aufmachen, ne? Dann lehnt es sich an, Doc. Ja, aber hey, ist der Rebel. Ja, das wird heftig heute und morgen wird es auch nochmal heftig, ey. Normalerweise fliege ich bei so einem Wetter wirklich nur frühs irgendwo hin, hänge irgendwo rum und abends wieder heim. Und am Tag habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Ja, es ist auch sehr, sehr bockelig da. Ja, noch dazu. Was fliegst du, wenn du hochfliegst? Also wenn du länger reist und wirklich höher fliegst, was nimmst du so 6000 Fuß? Nee, ich gehe so auf Flugfläche 8.0, 8.5, okay. Das ist so angenehm, ne? Da habe ich dann auch kein Wetter. Hast du auch kein Boden? Ich darf ja auch nicht über 100, ne?
Also dürfte ich vielleicht schon hier und da mit Freigaben, tralala, aber das Ding hat ja da oben keine Leistung mehr. Ja, echt, also was ist denn so der, gibt's sowas wie eine Best Economical Cruise Höhe? Boah, keine Ahnung, weiß ich bei dem Programm. Aber 6080 klingt eigentlich ganz vernünftig. Ja, ich komme damit überall hin in ganz Deutschland. Lange Strecken fahre ich auch nicht mehr mit dem Auto, sag ich dir. Wie ist's? Ich habe keine Lust, wenn ich nach Flensburg zur Familie muss, mich da 12 Stunden ins Auto zu setzen. Alter. Nein, es ist auch anstrengend. Ne? Alter. Also neben der Länge ist es auch anstrengend. Du bist immer, ich finde, es ist viel gefährlicher. Ja, noch dazu. Immer wieder ganz die anderen Autos nerven und so. Und am Fliegen passt du schon auf. Was mir gefällt am Fliegen und was auch in, ich sag mal, in dieser... in der chaotischen Terminkalenderlage, die in meinem Berufsleben sozusagen stattfindet, ist das prozedural geregelte Fliegen auch sowas wie eine Entspannung. Ist also speziell beim IFA-Fliegen auch mit der 2-Mod-komplexes Flugwerk. Du hast deine Checklisten, alles hat einen Anfang und ein Ende, ist cool. Und es hat auch dieses Archaische, genau, du hast einen Anfang, du startest. Eine gute Landung schließt den Tag rund ab. Und es ist alles klar, was du machst. Das ist quasi ein mentales Koordinatensystem, wo das für mich Entspannung bedeutet. Das heißt, ich fliege irgendwie eine längere Strecke, da bin ich vielleicht nur ein bisschen müde, wegen dem Sauerstoffmangel eventuell, aber sonst bin ich gut drauf, bei dir entspannt ist halt geil und kann arbeiten. Mit dem IFA, ne? Du kannst halt, auch wenn ein bisschen Schiedwetter ist, ne? Gehst du raus, gehst hoch, übers Wetter, fliegst wohin, machst IFA-Landing, fertig. Genau. Die da muss es schon wirklich grob sein, dass du sagst, oha. Ja, aber dann ist es auch gleich wirklich... Die Entscheidung, man denkt immer so landläufig vorher, ach, ab jetzt ist das Wetter kein Problem mehr. Nee, das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Man muss das Wetter tatsächlich noch ernster nehmen. Wenn du auf dem IFA unterwegs bist, dann willst du nicht. Wenn du in Wolken bist, willst du nicht zufälligerweise in Konvektion reinfliegen, die du dann nicht mehr sehen kannst, weil du ja in Wolken bist. Dann geht's los mit Internetradar, Wetterradar und so. Ja, ja. Und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Und dann in einer stabilen Wetterlagen im Hochsommer sind die Gewitterwolken stellenweise so hoch und manchmal auch Squall-Lines, Gewitterlinien. An dem Tag wird dann tatsächlich nicht geflogen. Oder du musst dann ein Zeitfenster ausrechnen und musst einen Plan, aber das hat mein Fluglehrer auch gesagt und das weißt du als Pilot auch. Guter Pilot hat immer einen Plan A, B, C und D. Ja. Und den musst du vorher schon haben, dass du da nicht mehr so lange rummachen musst, wenn du... So sieht's aus. Weil wenn Stress im Cockpit entsteht, oh. Ja, und wenn dann was passiert, du musst dich entschließen, den durchzuziehen, was keinen Sinn hat, wenn du sagst, okay, wenn das und das passiert, fliege ich heim. Wenn du heimfliegst und sagst, ah, hätte vielleicht doch geklappt, funktioniert nicht, ist wieder eine mentale Bremse. Ja, ja. Absolut richtig. Das lässt sich auch länger überleben in dem Business, der Fliegerei. Ja, und es gibt sehr, sehr viele glückliche, altgewordene Polizisten und Piloten. Piloten, wollte ich sagen. Beides, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich habe die Tage wieder so eine Begegnung mit der dritten Art gehabt, dann sagt er so, ja, als Pilot muss man eigentlich immer 1-2 Bierchen trinken. Das sag ich, wie? Und dann noch fliegen? Ja, logisch. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, trinkst du nichts? Sag ich, ne, ich trinke prinzipiell keinen Alkohol, ich vertrage es einfach nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, ich trinke prinzipiell keinen Alkohol. Was? Dann bist du doch gar kein richtiger Pilot, du musst doch mindestens 2 Bier trinken, bevor du fliegst. Das ist aber ein Vorurteil, oder? Der trinkende Pilot. Nee, das hat er so gesagt und ich habe das nicht mal abgekauft, weil der auch so aussah. Und ich dachte mir, das kommt bei mir überhaupt nicht. Also, ich finde mich selber, also wenn ich irgendeinen Scheiß mache, also man stirbt ja nicht immer gleich, aber keine Ahnung, wenn du beim Rollen dir eine Beule in deinen Flügel machst, ist halt gleich mal 10.000 Euro und ich würde mich schon ärgern. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, das ist bei mir absolutes Tabu. Wenn ich fliege, dann gibt es, wenn dann alkoholfreies Bier, ja, genau. Wenn ich noch fliege oder halt das am Abend klar, gerne ja. Und dann nächsten Morgen halt entsprechend. Aber das hat er ernst gemeint, Smoto. Das kann ich nicht glauben. Der saß da und der sah so aus, lange Haare und dachte mir, klar. Okay. Gibt alles Mögliche an Leuten und so, aber mein Eindruck ist auch, dass die meisten das alles sehr, also das ist eigentlich... Die Masse macht es schon vernünftig, das stimmt schon. Ja. Ja, cool, Mensch. Wollen wir mal wieder zurück, oder was? Ja, sehr gerne. Bevor die Thermik einsetzt und wir hier noch segelfliegermäßig... Genau, und ich muss die Kinder von der Schule abholen. Ich brauche jetzt so 50 Minuten mit dem Rubbel nach Hamburg, das ist echt schön. Du hast jetzt Rückenwindkomponente drin, ne? 130 Grad, kannst du schön... Echt? Cool. ...hochknuddern. So, pass auf. Wo sind wir hier? Magdeburg Info, die Delta Mike, Charlie, Victor zurück. Wir sind 5 Minuten nordwestlich zur Landung. Ja, mein Zwei Schalle Victor verstanden, weiter die Piste 09 im Betrieb, das QNH noch 1018. 1018 und die Piste 09, danke, Delta Charlie Victor. Guck mal, ich sehe gerade deinen Schlüssel, mein Schlüssel, sind ganz ähnlich.
Ich habe das Remove Before Flight, habe ich jetzt hier nicht dran, aber auch. Autoschlüssel, Flugzeugschlüssel, ganz wichtig und tatsächlich auch so ein kleines Pillendöschen. Für die Ohrstöpsel, ja, oder für die. Ohrstöpsel. Wenn ich mal irgendwo bin, ne? Und es ist laut, dann habe ich sie immer dabei, ne? Nein. So. Ach schön, Mensch, dass es so spontan geklappt hat, echt. Das Lustige ist ja, ne, ich habe dir einen Brief geschrieben, ne? Ja. Den habe ich am 15. Februar weggeschickt. Dann war der nach einer Woche wieder da. Da dachte ich mir, scheiße. Wo hast du den hingeschickt? Ja, pass auf, dann habe ich nur deinen Namen auf den Brief und die Adresse, die ich eben im Internet gefunden habe. Ja. Ah. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt schreibe ich mal die Firma drüber. Oder diese... Schäle Smoo. Genau. Ja, und dann habe ich das drüber geschrieben und dann kam nichts mehr zurück. Und dann ging ein Monat ins Land, ja, zwei Monate. Es ist Corona und ich bin so wenig in meinem Büro gerade. Ah. Wenn du weißt, was ich meine, unter Büro, da stehen zwei Flipperschütteln und ein Defender-Automat und alles, was Spaß macht. Aber da bin ich jetzt unter Corona wenig und auch, ich arbeite gerade viel von zu Hause. Und dann war ich mal wieder da und dann gehe ich auch durch die Post und dachte, ey, wer schickt mir denn da Briefe, weil es so Autogrammwünsche oder irgendwas Zeug. Und am besten erreichst du mich per E-Mail. Aber das hat mich so, das fand ich so süß und es hat auch geschmeichelt. Und wie gesagt, Fliegen, also dann habe ich mir deine Sachen angeguckt auf YouTube und mit Fliegen kriegst du mich sowieso, ist ganz toll. Ja. Das Tolle am Fliegen ist auch, man kann sich an einem Platz treffen, das heißt, ich kann einen Termin zusammenschmeißen, genau. Ein Fliegen mit ein Stündchen, ja. Den ich dich mal kenne und es ist mir eine große Ehre an deinem 10.000, hast du deine 10.000 Abonnenten? Ja, die haben wir schon geknackt, wir sind jetzt bei 11.000. Okay, gut, also weiter so, dann halt, es ist kein Jubiläum, es ist halt so ein Film. Ja. Und wir machen das jetzt aus, du hast gesagt, du möchtest ja auch mal wieder große Plätze machen zum Training. Also dann büffelst du ein bisschen und kannst mich in Hamburg besuchen. Und dann fliegen wir mit meinem Robo eine Platzrunde. Ja, genau, können wir machen. Ja, gern. Sehr gern. Ja, ich bin, wie gesagt, große Flugplätze im Moment nicht so im Training. Früher war das anders, aber ich will es jetzt wieder machen. Und dann ist Hamburg auch kein Problem. Ne? Hamburg ist auf jeden Fall große Luftfahrerstadt. Ja. Da darf jeder und alles kommen, die dürfen die gerne hin. Wer weiß, man kann dann sogar rüber nach Uetersen, 1000 Meter Graspiste, der Platz, wo ich gelernt habe. Ah ja, genau, ja. Und die nehme ich dann ganz gerne mit. Ist das nicht da? Ja, ich muss in die Platzrunde, ne? Ah so, stimmt. Und dann so rum? Ja, ich gehe jetzt eigentlich rechts. Geil, so aus wie eine geile Long-Final-Denke gerade. Wieso? Wir schneiden doch schon das Final an, Ja, wir können doch. Denn Natale Victor, wir würden in den langen Endernflug 09 gehen. Ja, Charlie Victor, am Eingang ermessen, momentan kein gemeldeten Platzverkehr. Übrigens auch, Magdeburg, 1A Platz, obercooler Funk, nicht zu viel, überlässt ja auch tatsächlich die richtige Verantwortung. Ich hasse es, wenn die sagen, Start frei und Landung frei. An dem Infoplatz. Ja, also echt. Ja, saufreundlich. Auch vorhin, ich war eine Viertelstunde eher da, weil ich Rückenwind hatte. Und dann war auch einer am Funk. Ne? Ich war schon an Plätzen, da musste ich dann eine Viertelstunde in der Luft kreisen. Dann haben die mich nicht runtergelassen, Alter. Ich dachte echt, ey, f***t euch doch, ey. Oh, also, wie gesagt, Hamburg Luftfahrerstadt, da bist du immer herzlich willkommen. Ja, gerne. Also da halte ich mal im Auge. Wobei du jetzt, ach, der Max, wieder unterwegs bist, habe ich gesehen. Ihr habt wieder ein paar Auftritte, ne? Ja, wir haben jetzt so in dieser Corona-Zwischenphase, wir haben so Strandkorb-Konzerte zugesagt, wo dann so Pool-getestete kleine Clique sich an einem Strandkorb in so einem kleinen Stadion verteilen. Das ist so ein kleiner Versuch. Und dann wird jetzt schon für September gebucht, wobei wir sind ja mit den Band engagieren wir uns ja für Luca, unsere Contact Tracing App, und haben da viel mit Virologen zu tun, also unser beratender Virologe und Epidemiologe Brockmann, der ist immer Pessimist und der erzählt auch, das wird es schon noch länger begleiten, jetzt Niedriginzidenzen und so, wie es dann im Herbst wird. Wenn es da mal ein Konzert zum Test gibt für 10.000 Leute, ist eine Sache, aber wenn jedes Wochenende Tausende von Leuten auf Konzerte gehen, weiß man dann nicht. Dann sieht es wieder anders aus. Also wir werden uns langsam zurück reinfuchsen in das normale Geschehen, aber ich gehe erst da. Große Konzerte, wie wir es kennen, erst nächstes Jahr. Ja, denke ich auch Sinn. Ja, schön, Mensch. Mit dem UL kannst du eigentlich fast immer lange Landung machen, ne? Ja. Sonst rollst du einen halben Kilometer. Er ist wirklich schön, der Platz. Ja, sehr freundlich, wirklich sehr schön. Gefällt mir. Und Magdeburg muss ich mir tatsächlich mal anschauen, ne? Wenn das so schön ist. Frank, du hast es immer noch drauf. Ja, ich hab's immer noch drauf. Super, sehr schön. Oh, herrlich. Ja, Mensch, Smudo, geil, ey. Das hat mir jetzt echt gefallen. Charlie Victor, ich würde auf die 10 gehen. Jo, positiv. Da sitzen die Jungs wieder an ihrem Flugschrauber und haben an der Reling, hä? Spaß für den Mark. Ja.
Ja, geil, ey. Ja, ein Selfie müssen wir noch machen, ne? Na, logisch. Also, du willst bestimmt eins. Du hast ja gerade gesehen, was hier los ist. Ey, ich war mit dem großen Frank unterwegs. Ja, klar, machen wir ein Foto. Oh, okay, pass auf. Jetzt mache ich erstmal alles aus hier. Transponder. Das ganze Zeug. Türen auf. Nice. Wahnsinn. Ja, und das Bose-Headset, was du aufhattest, das werde ich jetzt für Tausende von Euro im Internet versteigern. Ja, mach das. Und dann kaufe ich mir auch so eine PA-34. Mit dem verdienten Geld. Zu Schweiß drauf. Ja, Leute, das war's. Smudo fliegt jetzt wieder nach Hamburg. Ja, ich muss nach Hause. Muss zum Mittagessen. Ich hole meinen Krempel aus seinem Hobel. Den haben wir nämlich dazwischen gelagert, weil mein Krempel im Hobel, im UL und der Smudo, ja. Das klappt nicht. Und du hast mir ein paar Geschenke mitgebracht. Guck ich mir jetzt schön beim Flug an. Die Getränke, wo da drin sind, die musst du mal eiskalt kühlen. Okay. Sind unter anderem auch dabei. Und sehr geil. Ey, du bist ja ein Tausendfasser. Schau dir das einfach mal alles an. So, jetzt nochmal ganz offiziell für die Kamera. Es war mir ein Fest. Ja, war sehr cool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, in Hamburg. Allzeit guten Flug, Kollege. Bis dann. Tschüss, Leute. Alle zu reden, die Scheiße selbst zu probieren. Hier sind die vier wieder. Bist du genug motiviert, dann bleib hier und hör zu. Hier sind die vier wieder. Thomas D. Hausmann, K. Anti-Zillung. Was ein Erlebnis. Geil. Und jetzt kommt gleich noch eine Transall hierher geflogen. Und zwar die Transall auf ihrer Abschiedstour macht hier jetzt zufällig noch einen Stopp, Leute. Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, ihr kriegt gleich noch spektakuläre Transall-Videos. Ah, geil, Leute. Wirklich geil. Schöne Maschine. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, jetzt gehe ich erstmal tanken und dann kommt die Transall. Oh. Was ein Tag, ey! Rätsel und verhärten, ihr Gehirn auf den Konzerten. Sind doch auf falschen Fährten, weil sie trotz vermehrten Recherchen niemals merken, dass es etwas mehr bedarf, um Hip-Hop zu verwerten. Außer bunten Klicks, schicken Tricks, nippen Schritten, den Mieten klicken, zum Bieten, nicken, böse Blicken. Unsere Fans aber whippen mit dem Schwanz, ihre Mädels gehen fremd, denn sie lieben uns als Band. Hier sind die vier wieder und eine Nadel vibriert, wenn alte Adel regiert. Hier sind die vier wieder, die tausendmal schon kopiert, fotografiert und zitiert. Hier sind die vier wieder, die dich seit Jahren inspirieren, die Scheiße selbst zu probieren. Hier sind die vier wieder, bist du genug motiviert, dann bleib hier und hör zu. Hier sind die vier wieder. Thomas D. Hausmann, K. Andi Y. Mikrofontest. Test, Test. 1, 2, 1, 2. Oh nein! Klappt das noch vorher?